Und so beginnt es. Komm nicht zurück, bevor du den Dieb gefunden hast. Gut. Keine Map auf M. Ich gehe mal hier rechts. Hier sieht's sicher aus. Ich glaube, wir sind hier richtig. Irgendwann komme ich auch da hinten rüber. Ihr werdet schon sehen, irgendwann kann ich 10.000 Meter weit springen. So. Erstmal links und rechts gehen, bloß nicht geradeaus, ne, um zu gucken, was da ist. Sehr viele Abgründe tun sich hier auf. Das ist wie im Leben. So. Kämpfen kann ich nicht, nur... Da oben ist jemand. Und da ist noch etwas anderes. Ach, bitte sei kein Phantom. Bei den Untertiteln stand direkt Dieb dabei. Ich weiß doch jetzt, wer das ist. Jetzt, hä? Warum steht das denn dabei? Ich hätte das noch... Hätte er nicht unbekannt oder jemand stehen können, weil jetzt... Hä? Was ist das denn? Flammenblätter. Neues Material entdeckt. Wir können also auch craften. Okay, okay, okay. Ja, der Dieb, also der... Komm. Näher. Was ist das für eine Stimme? Die klingt aber so semi-verführerisch. Ich, Oh. Ich bin sicher, das ist eine gute Idee, darunter zu gehen, oder? Ich meine, wir können ja sowieso nirgends anders hin. Ich, Finde mich im Sand. Nein? How about no? Ich, Hier. Ich bin hier. Was ist das? Näher. Ja, ich spüre dich. Noch näher. Etwas. Ruft mich. Nein, was? Endlich. Ich kann wieder sehen. Warte. Wer bist du? Keine Wo Zeit. Bist du? Ein Phantom. Nein, nein, nein. Konzentrier dich. Nutze meine Kraft. Ich werde dir helfen. Ja, okay. Habe ich jetzt Thanos Wunderhandschuh? Angreifen. Oh, Alter. Okay, ich kann wieder ausweichen. Benutze den Gauntlet. Den Gauntlet? Warte. Mist, ich kann im Fliegen nicht ausweichen. Okay. Was ist gerade passiert? Mein Körper hat sich von allein bewegt. Und diese Waffen. Siehst du? Gemeinsam sind wir stark. Okay, aber wer bist du? Wer bist du? Ich bin... Warte. Wer bin ich? Ich bin... Nayal. Aber... Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin Nayal? Die Schwester von Sosol. Die Tochter von auch egal. Und die Mutter heißt Gedsol. So, wie? Entschuldigung, die Aussprache ist schön. Naja. Und wie haben wir überlebt? Ich habe ein Phantom besiegt. Aber wie? Wir haben das Phantom besiegt. Ja, gut. Ich hätte nicht gedacht, dass jemals wieder jemand meine Stimme hören würde. Gut, also lass uns zuerst einen sicheren Ort finden. Ich glaube, ich muss mich kurz sammeln. So, Essenzstaub. Jetzt durch das Besiegen von Gegnern. Okay, Essenzstaub ist aber keine richtige Essenz, ne? Das gilt nicht. Ich gucke erstmal vor, hochgehen. Liegt hier noch Essenz? Nee, ne? Nein, hier erwartet uns nur der Tod. So. Möp. Können wir jetzt auch höher springen? Kommt mir gerade so vor. Oh Gott. Hab ich mich gerade.
Du generierst Momentum, indem du den Gegner triffst und besiegst. Je mehr Momentum du hast, desto mehr Schaden verursachst und erleidest du. Momentum ist nicht permanent. Wenn du keine Gegner triffst, verschwindet dein Momentum noch eine Weile. Okay. Achso. Gauntlet ruft den Sand. Spüre ihn um dich herum. Spüre das wachsende Momentum. Ja, mein Momentum. Aufsteigen. Wenn du genug Momentum generierst, werden deine Waffen größer und stärker. Außerdem ändern sich deine Fertigkeiten. Diese Veränderung wird Aufsteigen genannt. Oh, ich bin aufgestiegen. Wenn du das Momentum beibehältst, wächst die Kraft des Dorns. Sei vorsichtig. Momentum kann dir auch gefährlich werden. Die Phantome werden stärker. Doch. Aber warum werden die stärker, wenn ich Energie sammle? Das Gauntlet ist etwas befestigt. Es ist ein Amulett. Du kannst es benutzen, um deine Wunden zu heilen. Ja, sag mal wie. Das Amulett. Drücke R, um dich mit deinem Amulett zu heilen. Dadurch wird eine seiner Aufladungen verbraucht. Aber kann ich auch aufladen? Bestimmt, ne? Danke, dass du mir vertraust. Ich bin schon gefangen seit... Ich kann nicht sagen, wie lange. Stunde. Vertrauen? Noch nicht ganz. Aber wenn wir Menschen vor den Phantomen beschützen können, ist das ein guter Anfang. Bist du allein unterwegs? Ich gehöre zu einer Karawane. Wir wurden von Phantomen angegriffen und haben uns in der Nähe niedergelassen. Was ist dieser Gauntlet? Was macht er hier draußen? Ich wünschte, ich könnte mich erinnern, aber ich weiß, dass der Gauntlet unvollständig ist. Er hat nur einen Bruchteil seiner Kraft. Verstehe. Ich verstehe. Wir sollten aus dieser Grube verschwinden. Ich kann dir jetzt helfen, denke ich. Na, dann komm mal an meine Brust. Ach so. Doppelsprung. Hallo. Kann ich meinen Freunden helfen? Ich kann allen helfen. Aber zuerst brauche ich diesen Deal. Genau genommen solltest du dich zuerst um die Phantome kümmern. Die Macht. Die Macht. Noch eins? Jo. Blume. Noch eine Blume. Und da hinten noch mehr Macht. Ich brauche Macht, Leute. Tribute. Ja, gebt mir die Tribute. Sind da unten jetzt auch noch Blumen? Kann ich jetzt nachträglich noch was da unten sammeln? Nee, ne? Oder? Ich bin jetzt woanders. Erstmal schön Blumen sammeln, Leute. Das ist wichtig. Eine gute Botanik. Da können wir dann schöne Sachen draus brauen. Ein Tee, eine Suppe. Oh. Und ich renne mal ein bisschen alles ab. Ja, bin ich gerade gewohnt. Alles absuchen. So, der Doppeljump. Da muss ich mal gucken, ob ich mit dem Doppeljump auch anderswo hinkomme. Wo wir vorher noch nicht hinkamen. Da geht's noch durch. Aber da waren wir, glaube ich, schon, ne? Oh, hey! Mann, das mit dem Ausweichen ist echt schäbig. Man müsste halt im Angriff auch ausweichen können, aber das geht leider nicht.
die Macht. Ja, gib mir die Macht. Respawn die? Ich. Ich höre noch Schritte. Okay. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Ja. Okay. Und hier oben. Natürlich. Erstmal alles absuchen. Erstmal alles mitnehmen. Stärker werden. Wir müssen stärker werden. Immer stärker. Da drüben, da sind die Schritte. Und wir haben auch mehrere, ich weiß nicht, Essenzstaub, was auch immer das ist. Wir nehmen alles mit. Da geht's doch noch rum. So, warte. Oh, wie komme ich noch rüber? Hier geht's rüber. Dort habe ich vorhin den Dieb gesehen. Suchst du nach jemandem? Das ist eine lange Geschichte. So, ich erstmal. Was bleibt? Ein Tagebuch. Was bleibt? Ich fürchte, ich werde diesen Ort alleine nicht verlassen können. Nach dem Verlust meiner Karawane habe ich doch recht lange ausgehalten. Ich habe alles im Sand versteckt, was ich bei mir trug, aber ich kann die Phantome hören, die sich in der Nähe herumtreiben. Möge Telos mich beschützen. Ja, hat er nicht gemacht. Oh shit, dann war ich wieder zu spät. Ach, das mit dem Ausweichen ist echt lästig. Also, es macht Spaß, aber ich habe einen Kritikpunkt. Die Schläge sehen sehr cool aus, aber die Animation dauert sehr lange. Ja, du musst also immer warten, bis du zuschlagen kannst. Und du musst immer warten, bis die Animation durch ist, bis du ausweichen kannst. Und das ist meistens zu lange. Also vielleicht sollte ich vorher schon ausweichen, bevor die angreifen. Da müssen wir ein bisschen gucken, ne? Da muss ich mal schauen. Vielleicht liegt's an mir. Vielleicht muss ich das Tänzchen anders wagen und nicht nur draufschlagen. Aber ich schlag so gerne drauf. Einmal nicht angreifen. Du kannst immer ausweichen. Ich habe es gerade im Kampf probiert, es ging aber nicht. Also mehrfach schon. Hatte das Problem nicht nur einmal. Aber vielleicht, ich guck mal. Ich werde mal weiter probieren. Vielleicht ist mein Timing einfach scheiße. Oh. Sieht ein bisschen so aus, ne? Sieht aber sehr cool aus. So, der Dieb. Ja, soll ich dem helfen? Ausweichen in der Luft? Geht gar nicht. Nee, das geht wirklich nicht. Also wenn ich springe, springe ich. Ich hab gesehen, wie du mit diesen Monstern gekämpft hast. Bitte, hilf mir. Das muss der Dieb sein, von dem Morat gesprochen hat. Na gut, ich geh mal hin. Hallo, Dieb. Du hast diese Monster besiegt. Aber wie? Um ehrlich zu sein, bin ich selbst noch dabei, das rauszufinden. Die Faust Gottes. Ihr kennt sie. Sag mal, wo wolltest du eigentlich hin? Hast du gedacht, du könntest in der Wüste überleben? War das dein Plan? Ich wollte einfach meine Chance nutzen. Egal wohin, Hauptsache weg von Morat. Aber gemeinsam sind wir stärker. Wir könnten jemanden wie dich gebrauchen. Ich weiß nicht so recht. War mal der dem Typ noch was geklaut, oder? Dem Morat. Wird der Morat den nicht sofort umbringen lassen? Ich will das, was du Morat gestohlen hast. Ich bin gekommen, um zu holen, was du Morat gestohlen hast. Du hast dein Leben dafür riskiert? Nicht dafür. Für meine Freunde. Gib ihn mir. Ihn?
Es? Sie? Gib mir das Ding. Ich kann mit Morath reden. Wir werden eine Lösung finden. Irgendwie. Ich kann nicht zurückgehen. Er wird mich töten, aber... Nimm das verdammte Ding. Es nützt mir nichts mehr. Danke. Warte hier. Ich komme zurück. Pass auf dich auf, Freund. Ich nenne sie jetzt die Trillmenschen, weil die immer diese Vogelkopfbewegung haben. Die machen mal... So. Das sind die Trillmenschen. So, okay. Wir haben hier auch alles gesammelt soweit, ne? Dann können wir... Plöpp, einmal wieder runter. Ich weiß nicht, ob es Falldamage gibt. Ich will es aber auch nicht rausfinden. Da oben... Hier waren wir ja auch schon. Von da oben kamen wir. Da können wir mal ganz kurz mal... Bevor ich da hingehe, nochmal schnell hier schauen. Da kommen wir nicht rüber. Das ist zu weit. Schade. Naja, gut. Hey, geh und hol Morath. Ich hab seinen Erinnerungsstück. Hol den Hauptmann. Jawohl. Ich hätte im Inventar schauen sollen, was es ist. Und du? Bleib, wo du bist. Ach. Ich bleibe genau hier. Oha. Du hast also überlebt. Beeindruckend. Für Abschaum wie dich. Vielleicht sollte ich noch deutlicher werden. Vielleicht sollte ich... Warte. Was ist das da? An deinem Arm? Keine Ahnung. Ein Fundstück. Wann gehört es mir? Interessant. Was? Du hast uns einen Fluch gebracht. Ergreift ihn. Zurück mit ihm. Sofort. Ich kümmere mich um das hier. Aber der Handschuh... Morath, verflucht nochmal. Weg. Mit dem Gauntlet. Und die Stimme ist auch nicht mehr da. Ich muss ihn zurückholen. Ich muss Nayal finden. Vielleicht kann Finderin helfen. Was auch cool wäre, ne? Wenn man so einen Handschuh gefunden hätte, aber das wäre kein Handschuh, sondern so eine Maske. Wo man sich plötzlich in Comicfiguren verwandeln kann. Und das mit dem Setting hier. Das wäre eigentlich auch ziemlich geil. Heutzutage ein Game zu der Maske wäre irgendwie geil. Würde ich feiern. Kein Double Jump mehr. Es ist egal, was ich mache. Es schmeckt am Ende doch wie Wasser. Ja, stimmt, war. Der Sand beobachtet uns. Der Sturm verfügt uns. Ich will da oben das Ding holen. Du lebst. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass Morath deine Leiche in der Wüste verschafft. Naja, die Klappe. Wir müssen reden. Okay, ja, wir reden. Ja, Entschuldigung. Ich wollte mal wieder so tun, weißt du? Na gut. Ich wollte mich ja wieder umschauen, aber hey. Kind, ich habe gesehen, was passiert ist. Der Gauntlet. Ich kenne dieses Artefakt. Frag jetzt nicht, wieso. Wieso? Es ist eine Waffe. Eine mächtige Waffe. Ich habe eine Stimme gehört. Sie sprach zu mir. In meinem Kopf. Sei jetzt still und hör zu. Du musst das Artefakt zurückholen. Morath darf es nicht bekommen. Diese Kraft. Wir könnten sie nutzen, um uns von ihm zu befreien. Wenn ich sie nicht an ihn gegeben hätte. Einst hatten es die Ritter von Bastengar. Vor 10 Jahren nutzten sie es, um der Königin zu trotzen. Um das Volk zu retten. Aber wurden sie nicht besiegt? So ist es. Aber der Gauntlet spricht zu dir. Du musst ihn zurückholen. Er könnte uns alle retten. Morath hat sich ins obere Lager zurückgezogen. Sie waren dort auf der Suche nach Arbeitern. Sag ihnen, dass ich dich geschickt habe. Wir verlassen uns auf dich. Ja, wir brauchen den Gauntlet zurück. Den brauchen wir wieder. Die durchschlagende Faust. Okay, ich geh mal ins obere Lager und wir gucken mal. Hier Karawanenwache. Leute, ich brauche meinen Handschuh. Finderin schickte mich zur Arbeit ins obere Lager. Geh zu den anderen Namenlosen bei den Gräbern hinter den Zelten auf der linken Seite. Jetzt aber schnell. Ja, ich werde mich beeilen. Oberes Lager. Oh. Ein Namenloser wie du darf nicht einfach frei im Lager rumstreunern. Du stinkst den Ort nur voll.
Das liegt an der Suppe vom Koch, da kann ich nichts für. Da war Blumenkohl drin. Oh, guten Tag, was ist denn das da? Morats Tagebuch, können wir einfach so mitnehmen, kein Problem. Warte, kann ich seine Stimme emulieren? Ist ja gar nicht Morats Stimme, ne? Aber ich bin ja auch nicht Morats Stimme. Mein ehemaliger Lehrling, ich hoffe, es geht dir gut. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du zum Hauptmann einer unserer besten Essenzkarawanen befördert wurdest. Ich bin wahrlich stolz auf deinen Dienst an unserer Königin und an Telos. In meinem Leben hat es vor kurzem Veränderungen gegeben, über die ich mit jemandem sprechen muss. Mit einem Freund. Ich möchte dich treffen, sobald du in die Hauptstadt zurückgekehrt bist. Murschid. Der Murschid. Der Bursche. Der Murschid. Das ist ein Bürschi. Hauptmann, wir müssen etwas tun. Die Karawane schafft es nicht weiter. Und Morat ist auf eigene Faust losgezogen. Telos verfluche ihn. Er ging zu den Höhlen in der Nähe. Er wird schon bald zurückkommen. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Und wir alle wussten das. Das war ein Fehler. So, hier haben wir noch was. Die Namenlosen sind unruhig. Sie streiten über die neue Route, reden untereinander. Ich muss zugeben, dass ich selbst an den Anordnungen der Königin zweifle. Aha! Warum wurden wir hierher geschickt, in die Wildnis? Meine Soldaten sind erschöpft und traumatisiert vom Angriff. Egal. Ich muss entschlossen wirken. Ein kleiner Einbruch meiner Autorität und wir werden eine Revolte erleben. Eine Revolution braut sich zusammen und ich werde gezwungen sein, sie alle zu beseitigen. Aber das wird unser Untergang sein. Diese Karawane hat bereits genug Blut vergossen. Ich werde jeden beseitigen, der diese zerbrechliche Ordnung bedroht, bevor sie unter ihrem eigenen Wunsch zusammenbricht. Ach so, dann. So, und dann hier nochmal rein. Wen haben wir hier? An meinen Mentor. Tagebuch erhalten. Geehrter Murschid, ich habe deinen Brief erhalten und deine Andeutungen sorgen mich. Ich werde dein Anwesen direkt nach meiner Ankunft aufsuchen. Jo, das machen wir. Also er. Wir ja nicht. Ja, das mit der Selbsterhaltung, das kam mir gerade auch ein bisschen bekannt vor. Offenbar sind noch mehr Leute an Selbsterhaltung interessiert, nicht nur wir selbst. Hier oben ist nichts. Ich suche trotzdem noch ein bisschen rum, ne? Wie viel kann eine Person essen? Sie werden sich vollstopfen. Und die Reste werden einfach in den Sand geworfen. Und andere überleben kaum. Und unten gibt's halt nur Suppe. Also Wasser. You know. Was liegt hier? Tribute. So. Da sind die Totengräber, da wollen wir noch nicht hin, ne? Reisende Händler. Wie lange dauert es noch, bis wir diesen schrecklichen Ort verlassen können? Der Sandsturm hat noch nicht nachgelassen. Warum haben wir diese Route überhaupt genommen? Wessen Idee war das? Die Königin hat darauf bestanden. Und du solltest besser aufpassen, was du sagst, wenn du nicht namenlos werden willst. Für mich haben die auch alle keine Namen. Was ist das? Sag mal. Ich habe ihn in der Nähe des Lagers gefunden. Er hat versucht, sich einzuschleichen. Bitte, wir brauchen es. Ihr lasst uns verhungern. Halt deinen Mund oder ich schließ ihn dir. Jo, ciao. Okay, was haben wir denn hier? Bericht Vorbereitungen zum Aufbruch. Das Lager ist befestigt und sicher genug, um die Sonnenfinsternis zu überstehen. Der Lieferverzug wird den Erleuchteten nicht gefallen. Aber wir sollten es noch vor dem Essenssegen schaffen. Essensregen. Vor dem Dings. Bums. Dahinter ist noch was und ich möchte aber ungern zu den Totengräbern. Das nehme ich mit. Und da oben die Tribute schnapp ich mir auch nochmal schnell. Dankeschön. So. Ich gehe noch nicht zum Totengräber, ne? Erreiche den nötigen aus. Wir können zum Totengräber. Okay, warte. Noch ein Namenloser.
Ich hoffe, du bist hier, um mir zu helfen. Ja, das, eigentlich suche ich gerade Morat. Hast du Morat gesehen? Ich habe gesehen, wie er das Lager da hinten verlassen hat. Wenn du wirklich gehen musst, könntest du dich auch freiwillig melden, um die Phantome zu bekämpfen. Du wirst eine Rüstung brauchen. Ah. Der Verkäufer des oberen Lagers kann sie dir besorgen. Aber du brauchst Tribute. Die Wachen sind betrunken und müde. Du kannst wahrscheinlich ein paar ihrer Wertsachen finden, die herumliegen. Das sollte ausreichen. Das mache ich. Ja, ciao. Ich kann jetzt nicht. Hä? Ich wollte ja eh gerade gehen. Klar, die Toten warten natürlich nicht. Die haben es sehr eilig, die Toten. Die wollen endlich unter die Erde. Wie lange liegen wir noch rum? Ich fange schon an zu stinken. Bessere Preise wirst du in diesem Lager nicht finden. Du Warte. Wirst auch keinen anderen Händler finden. Ist das nicht Ben Stiller? Das ist doch Ben Stiller, der reisende Händler. Welch unwahrscheinliche Begegnung. Huch. Ich habe gesehen, was du im unteren Lager getan hast. Du hast Mut. Ich werde natürlich nicht nach deinem Namen fragen, aber es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ja, ebenso. Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet, oder? Ah, mein Name. Natürlich. Mal sehen. Lass uns auf Augenhöhe miteinander sprechen. Ich bin Händler und ich reise. Du kannst mich also den reisenden Händler nennen. Sympathisch. Ich habe mich beim letzten Halt der Karawane angeschlossen. Kurz bevor wir in den Sturm gerieten. Das war nicht die beste Entscheidung. Nein. Meine Waren sind so herausragend, dass nur ich von all den Tausenden von Händlern da draußen an die Karawanen verkaufen darf. Nicht, dass es bei dieser Reise besonders gut geklappt hätte, aber trotzdem, wo wir gerade dabei sind, brauchst du etwas von mir? Erwähnte ich schon, dass die Synchro bei dem Game halt echt hochwertig ist? Und außerdem, ich hätte wahnsinnig gerne so einen Hut. Ich hätte gerne 2 Meter Hut, bitte, ja? 2 Meter vom guten roten Hut. Das wäre schön. Die kann er da einfach abschneiden, dann setze ich mir die drauf. Das wäre toll. Ausrüstung, 75. Wir haben 300. Ah. Verbesserungskosten 250. Oh. Also wenn ich meine Werte da unten so angucke... Wir sind nicht so gut, glaube ich. Ich hätte gerne 7 Rekrutenkleidungen. Warum auch immer. Ah, okay. Ich kauf die mal. Ja, was soll's. Schlichte Schutzkleidung aus Elchsleder, die von Namenlosen für die Aufseher ihrer Karawanen gefertigt wurde. Ich lege an. Rüstungsmenü. In diesem Menü findest du deine Rüstungen. Deswegen heißt es Rüstungsmenü. Rüstungen verleihen dir verschiedene Attribute, die deine Kampffertigkeiten beeinflussen. Rüstungsmenü. Drücke Space, um neu erhaltene Rüstung anzulegen. Okay. Wow, das, Aha, Details ein- ausblenden, aha. Rüstung anpassen. Kosmetischer Gegenstand umgestalten? Ah. Nein. Kann ich das wieder ablegen? Okay. Stoff 1, Stoff 2, Platte, Platte, Akzent. Sächsisch. Dann ist eine Rüstung, nee, ich kann das nicht. Rüstung. Kann ich nicht. Entschuldigung, was haben wir, das ist okay, ne? So. Hier ist für Multiplayer, glaube ich, der zweite Spieler. So bin ich glaubend, ich bin aber nicht sicher. Reise. Guck mal, Pflanzen haben wir. Wird für das Verschmelzen von Schadensessenzstein verwendet. Oh. Und der Wiesenzind. Auch das Verschmelzen von Trickessenzstein. Ah. So, die haben wir alle schon hier. Karawane, Pipapo an meinen Mentor, Zustand der Karawane. Das haben wir schon alles. Okay, hier noch Quests, die Essenzkarawane, okay. Was haben wir hier? Altes Abzeichen, ein Objekt, das Morat... Ach, das haben wir immer noch, es scheint für ihn eine Art Andenken zu sein, das wollte er gar nicht mehr haben. Ich huste einfach ein bisschen. Okay. Ja, cool, dann Quest aktualisiert. Stand aber keine. Warte. Nein, das Spielmenü, da will ich gar nicht rein. Ich geh nochmal bei Quests rein. Die ist doch aktiviert, oder? Ja.
Amulette hasst Rekrutenkleidung. Karawanenwache. Ich glaube, wir müssen raus. Meint ihr denn nicht, wir können die Leute noch beklauen? Hat er nicht gesagt, wir können uns mal bei den Wächtern umgucken nach, ich würde die Gelegenheit halt ungern verpassen. Wir können ihnen aber nichts stehlen, oder? Hallo. Da ist ein Buch. Warum sollte ein Sandsturm wie dieser einem großartigen Geschäft im Weg stehen? Toller Händler. Steht einfach und murmelt vor sich hin. Ja, ich glaube, wir kriegen hier nichts. Ich glaube, der wollte uns da oben die Sachen hätten wir klauen können. Haben wir ja gemacht. Hast du etwas im Schilde, Namenloser? Du hast diesen miesen Gesichtsausdruck. Das ist mein Resting-Bitch-Face. Kurz übernehmen? Warum sollte ich? Komm schon, ich stehe hier schon seit mehr als einer Stunde. Nein, danke. Okay, wir gehen mal weiter. Ich glaube, wir haben schon alles mitgenommen.